Bevor wir loslegen, wundert euch nicht, das Video ist ein bisschen outdated, weil es ursprünglich schon vor ein paar Monaten kommen sollte, aber es Probleme bei der Aufnahme gab. Deswegen ist der Text, der gleich kommt, vor der Walross Edition 4 platziert, die allerdings inzwischen, wie ihr alle wisst, begonnen hat. Liebes Tagebuch, seit meinem letzten Eintrag ist viel Zeit vergangen. Der letzte Eintrag an Weihnachten ist bereits einige Monate her. Jedoch ist auch nicht sonderlich viel passiert. Und das ist schön so. Wir leben alle einfach harmonisch zusammen in Silberdorf. Ich und Scheinux sind zusammen glücklich. Silberdorf ist einfach ein vollkommen friedlicher Ort. Von Darkrai haben wir seit der Rettung dieser Welt kein Wort mehr gehört. Das Einzige, das leider nicht so toll ist, ist Lord Ecke. Er hat Günthers Verschwinden immer noch nicht verarbeitet und lässt seinen Frust darüber inzwischen häufiger an anderen aus. Aber wir kommen alle damit klar. Aber ich sollte wohl dazu kommen, weshalb ich diesen Eintrag überhaupt schreibe. Denn heute hat uns Latias etwas erzählt. Auf einer der Forschungsreisen, die sie regelmäßig macht, hat sie nämlich etwas erfahren. In einer anderen Welt. Weit entfernt von dieser, in einem anderen Weltenbaum. Wurde die dunkle Macht gesichtet, nicht der dunkle Rächer, die dunkle Macht, die Essenz der Finsternis. Als wir Latias jedoch fragten, was sie denn dort tue, stockte sie etwas und schien unschlüssig, was sie sagen sollte. Ihr schien es fast ein wenig peinlich? Vielleicht werden wir es ja noch herausfinden. Ich und meine Freunde und Partner aus unserer alten Welt werden Latias zumindest fürs Erste keine Ruhe mehr damit lassen. Diese Kraft. Ich spüre Kraft in meinem ganzen Dasein. Sie alle fallen vor mir auf die Knie. Diese Welt ist mir untergeben. Keiner ist meiner Macht gewachsen. Ich stehe hier oben auf der Spitze. Ich bin nun der König. Niemand kann mit mir mithalten. Mein Kart ist für sie alle zu schnell. Ihr fragt euch, was zur Hölle dieser Scheiß sollte. Ich mich auch. Ich habe irgendeine behinderte Überleitung gebraucht. Heute geht es um ein sehr eben outdatedes Video. Denn wir sind hier in Sonic... Wie heißt es? Sonic Robo Blast 2 Kart. Und zusammen mit Pokémon Günther, der YouTuber Story... hat Fragezeichenman, weil er offensichtlich gelangweilt war, mir diesen Mod geschickt, mit dem man in diesem Spiel die dunkle Macht fahren kann. Perfekt. Die Farben sind sehr eigen, lol. Ja. Deswegen fahren wir jetzt hier ein, zwei Rennen, weil man aus irgendeinem Grund die dunkle Macht fahren kann. Welche Stage sieht dunkle machtmäßig aus? Das heißt Midnight Channel, aber... wir fahren mal die Volcanic Valley Zone. Ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Ich bin hier jetzt einfach so drin, weil... ja. Ich muss erstmal die Steuerung rausfinden. Ne, an sich, Fragezeichenman hat diesen kleinen, eher, muss man ja so sagen, ist jetzt kein spielverändernder Mod. Aber er ist lustig. Und den hat er mir zusammen mit Pokémon Günther, der YouTuber-Story, geschickt und mich gebeten, mal ein Video drüber zu machen. Ich wollte das schon seit einer Weile machen, aber irgendwie hat die Datei nicht geklappt. Ich konnte den Charakter... nicht spielen und jetzt habe ich es wieder hinbekommen. Und wir sind hier. Wie gesagt, Zeitfahrmodus, hui. Und fahren jetzt ein bisschen durch die Gegend. Ich habe die Steuerung inzwischen raus, liege ganz hinten, wenn man auf die Geister da guckt. Aber das juckt ja nicht. Ich habe das Spiel auch nie gespielt und plane auch nicht, es irgendwie relevant zu tun. Aber ist halt echt ganz lustig. Ich meine, man hat hier dann lauter Sonic-Charaktere.
Und nebenbei fährt man als die fucking dunkle Macht aus der Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition. Was zur Hölle? Übrigens habe ich das Gefühl, es gibt nur ein Item im Zeitfahrende. Ich habe schon ein, zweimal getestet eben, ob das funktioniert, alles drum und dran. Und ja, wir fahren hier jetzt einfach ein, zwei Strecken. Ich weiß nicht, was ich da groß reden soll jetzt. Hui. Alter. Da kam der Pro-Player in mir durch. Da auch. Die Steuerung finde ich aber auch komisch. Man gibt Gas mit A, steuert mit den Pfeiltasten. Alter. Ihr seht, ich bin Experte in dem Spiel. Ich weiß halt echt nicht, was ich groß reden soll. Ihr habt Pokémon Günther hoffentlich alle gesehen, ansonsten bin ich enttäuscht von euch. War echt ein sehr cooles Ding. Ich werde auch irgendwann, wenn ich einen besseren Rechner habe, nochmal ein schönes Reloaded dazu machen. Es fehlt auch, wenn ich ehrlich bin, ja immer noch eine Folge, auch wenn viele das vielleicht gar nicht so mitbekommen. Irgendwann mache ich die noch. Ich habe versprochen, dass ich... also das habe ich nicht Fragezeichen mehr persönlich versprochen, aber in einem Video hatte ich gesagt, schade, dass ich noch alle dieser kleinen Fanfictions, die in Silberdorf versteckt sind, noch einmal vorlesen werde als kleine entspannte letzte Folge. Aber habe ich nicht gemacht. Das Let's Play-Ende ist inzwischen mehrere Monate her. Fragezeichen-Mans verschwinden, sage ich dann. Sag ich mal, also wir wissen, wo er ist allesamt. Auch er ist nicht so lange, nachdem mein Let's Play zu Ende war, dann wirklich von Social Media großteils verschwunden. Neulich habe ich ihn tatsächlich nochmal wieder getroffen. Als jemand anderes, dem er auch Pokémon Günther gespielt hatte, das Spiel mal in einem Stream begonnen hat. Also YouTuber-Story natürlich. Und da war auch Fragezeichen-Man dann im Chat. Haben wir ein bisschen gelabert. Ist natürlich auch für ihn wegen jetzt dem Virus ein bisschen schwierig. Aber man kommt durch. Also bei ihm läuft es auch anscheinend noch ganz gut für alle, die das interessiert. Ich fand es echt schön, da mal wieder was von ihm zu hören. Ja, und da habe ich dann eben ein bisschen im Stream gechillt. Der Streamer ist nebenbei ein bisschen am Softlock verzweifelt. Den ich ja auch hatte bei der Gerichtsverhandlung. War auch ganz schön. Und ich wurde fucking weit zurückgesetzt. Ja, wir machen hier jetzt auch kein großes, unnötig langes Video draus. Ich würde sagen, wir fahren noch eine Strecke. Ich bin krass. Ich muss jetzt erstmal finden, wie man weiterkommt. Ist dein Ernst? Stopp. Ich will das nicht nochmal spielen. Ja, das sieht sehr nach dunkler Macht aus. Sie haben die Mario Kart Rainbow Road. Ich will halt wirklich, was das zur dunklen Macht passt. Das da wäre nicht schlecht. Das auch nicht. Das sind die letzten. Ich würde sagen, ich hatte vorhin da ja noch eine gesehen. Die sieht auch ganz gut aus. Oder die. Aber wir nehmen die Toxic Palace Zone für das zweite und letzte Rennen mit der dunklen Macht. Ist echt ganz cool. Ich weiß nicht, inwiefern es schwer ist, sowas zu machen. Aber ich kenne mich halt null mit sowas aus. Oh, fuck, Hindernis. Alter, man wird ja gefühlt gar nicht abgebremst. Das bin ich von Mario Kart aber nicht gewohnt. Die Stages sind ganz cool designt, die sind halt alle von vornherein im Spiel und daher hier nicht von Fragezeichen Man reingemoddet, aber der Charakter eben. Ob ihr es glaubt oder nicht. Ich meine, wer sonst würde in ein Sonic Kart Fangame irgendwas den Antagonisten der Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition 1 und 2 einbauen? In den Kommentaren will ich auch mal hier noch ein weiteres Mal Herz für Fragezeichen Man sehen. Auch wenn ich nicht weiß, ob er es noch sieht. Ich glaube schon, er hat mich sogar, als ich einen Stream getroffen habe, noch gefragt, kommt das eigentlich noch?
Und ja, ich hoffe, du siehst es. Ja, es kommt noch. Die Strecke gefällt mir auch zum Fahren sehr gut, die mag ich. Die mag ich, ja. Ich fahre auch gar nicht mal so scheiße, sagt er und fährt gegen jede Wand. Naja. Das ist jetzt, das wird jetzt auch so ziemlich das letzte Video sein, das sozusagen Fragezeichen-Mans Vermächtnis auf diesem Kanal ist. Aber er hat ja so oder so viel hinterlassen hier auf diesem Channel. Und vieles davon wird auch ewig währen. Natürlich an vorderster Front Pokémon Günther, beide Spiele. Dann auch so etwas wie das tolle Musikquiz, bei dem wir nie vergessen dürfen, dass das Theme of Hope ja anders klingt. Ich werde solche Dinge nie vergessen lassen. Ich meine, fragt Lord Ecke. Wir haben zum Beispiel eines meiner inzwischen meistgeklickten Videos, wenn du das siehst, Fragezeichen, Mann. Ich weiß gar nicht, ob dir das klar ist. Von den Re-Uploads, die du mir geschickt hast, dass ich sie auf meinem Kanal bringen sollte. Der Pokémon Mystery Dungeon Tales of Elysium Comic Dub ist, glaube ich, Platz 7 oder 8 meiner meistgeklickten Videos auf dem Channel. Also das gucken sich Leute schon an. Es ist halt wirklich viel gewesen. Ich will hier jetzt auch nochmal ein kleines Tribute-Video draus machen. Es war schon eine echt geile Zeit, aber es war vermutlich vor allem für Fragezeichen Man das Beste, es so zu handhaben, wie er es jetzt letztendlich hat. Und ja, vergessen wird er hier auf jeden Fall nicht, wie am Ende in seinem Spiel gesagt wurde. Es wird immer Leute geben, die ihn in Erinnerung behalten. Und solange das ist, wird er auch nie ganz verschwunden sein. Und ich bin ja auch jemand, ich glaube voll und ganz daran, dass das stimmt. Und ihr werdet doch bestimmt, die dieses Video sehen, alle dazu stimmen. Fragezeichen Man wird nicht vergessen werden. Und damit war es das mit diesem Rennen. Die dunkle Macht hat das Rennen abgeschlossen. Und das war Fragezeichen Mans letzter Tribut auf diesem Kanal. Es ist lange überfällig und heute ist es gekommen. Ich sehe gerade, dass ich hier random die Farbe Toxic bekommen habe, was sehr passend ist. Also alle ein Herz für Fragezeichen Man in die Kommentare. Wir sehen uns wieder. Bis bald und ciao. Fragezeichen Man, du wirst nicht vergessen werden.